Moin moin Leute und willkommen zu einem ungeschnittenen Part von Final Fantasy 8. Ja, sowas mache ich auch. Einfach mal drauf losquatschen, ohne vorher zu überlegen, was ich genau sage. Ich habe da jetzt mal Bock zu und wir sind jetzt mit Squalino und Irvine zurück im Banamp-Garten. Endlich wieder im Garten, wird ja mal Zeit. Die anderen, ja, sind wahrscheinlich in der Raketenbasis umgekommen oder vielleicht doch nicht. Wer weiß, egal, wir haben alles gekoppelt. Das habe ich vorhin eigentlich noch gemacht. Ja, sieht gut aus. Und jetzt sind wir, wie gesagt, wieder im Banamp-Garten und jetzt bricht hier voll die Hölle los. Weil irgendwie sind jetzt alle hier pro Sith und pro Norg. Was das ist, erkläre ich gleich. Evakuierung. Moment. So. Finde Direktor Sith. Egal ob lebendig oder tot. Genau. Der Direktor hat sich versteckt, weil er, glaube ich, Angst vor den Raketen hatte. Aber ob das jetzt genauso war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hey, was ist los, ihr Vetter? Hey, fang Direktor Sith. Okay. Wird schon auch nochmal. Uvita! Da brauchst du einen Quatsch. Irvine, na gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das jetzt zustande kam mit Norg. Ja, das ist, erfahrt ihr bald. Und Sith, ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sind ja voll die Kämpfe im Garten und überall kloppen sich Leute rum und bekämpfen sich und all so ein Schwachsinn. Was ist denn hier los? Pro Master oder pro... pro Sith, nicht pro Norg, genau, pro Master. Also Norg ist der Master, aber naja, egal. Pro Master oder pro Sith? Hä? Was? Antworte. Ich hab keine Ahnung. Schwörst du dein Eid auf Master Norg? Ja. Egal, ich schwöre, da muss ich jetzt nicht kämpfen. Ja, ich leiste mein Eid, wir sind pro Master. Bla bla bla. Gut, such Rektor Sith. Einige Schüler leisten Widerstand, überwältigt sie einfach. Na klar. Wahrscheinlich noch Freunde von mir. Ich rupse einfach um, weil sie pro Sith sind. Oder pro Master in dem Fall. Die haben ja gelogen. So, Käse! Oh, Mist, der Typ ist weg. Ich wollte nochmal Karten spielen mit dem. Apropos Karten spielen. Da ich ja die meisten stärksten Waffen schon auf CD1 geholt habe, habe ich so fucking viele Karten. Ich habe, Moment, 343 Karten. Davon sind 5 GFs und 338 Monster. Das ist voll bescheuert. Ich brauche die niemals. Selbst zum Umwandeln nicht. Ich brauche den Scheiß nicht. Ah, Raijin und Fujin. Was wollen die hier? Mein Cappuccino umrühren hier. Hey, du bist mal zurück. Was seht ihr? Ja, Alter. Am Anfang sagten sie ja mal, was für einer Seed-Jagd. Oder Seed, das ist mir Bockwurst. Jetzt bekämpfen sich mal die Pro-Sids und Pro-Masters gegenseitig. Konfusion, Grund unbekannt. Wir vom Ordnungsdienst finden das mal zum Heulen. Bla bla bla. Keiner hat hier richtig Plan, was hier passiert ist. Aber bevor man jetzt hier sinnlos rumrennt durch den kompletten Garten. Aua, aua, aua! Wo war ich? Also, bevor man jetzt hier rumrennt im kompletten Garten und den Direktor sieht, sucht. Mensch, was ist denn los? Seht ihr? Ich kann nicht mal so normal quatschen. Bevor man jetzt im kompletten Garten den Direktor sucht, zeige ich euch lieber gleich, wo man hingehen muss, damit er den sofort findet. Sith oder Master, wir sind auf keiner Seite. Das sind die einzigen zwei noch, die auf keiner Seite stehen. Die sind pro Cypher, ja, war ja klar. Weil Cypher ist ihr bester Freund und so. Tschö, wir werden uns noch bald sehen. Ein paar Mal noch. Kommen wir zur Kene Brabbel. Wir gehen jetzt gleich zu Direktor Sith. Das Ding ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier links unten ist oder eins höher. Weil in jedem Gang muss man eigentlich kämpfen. Und selbst gegen einen Archeodinus, der jetzt mittlerweile sau stark ist, weil ich über Level 30 bin. Es gibt da nämlich so eine Einteilung. Monster leveln ja mit einem Level selber mit. Und das ist dann von Level 0 bis 10. Ne, von 0 bis 20, von 20 bis 29 und von Level 30 bis 100. Und sobald man Level über 30 ist,
sind die Viecher dementsprechend auch saustark, ist ja klar. Also auf jeden Fall ist der Direktor auf der Krankenstation und die war entweder hier oder eins drüber, ich weiß es gerade nicht. Ja, man sieht jetzt hier die Pro-Sitz und Pro-Master bekloppen sich, bekämpfen sich. Ach komm! Ich mache eh alle One-Hit, von daher ist das eigentlich Schwachsinn. Ich bin so extrem overleveled. Billig. Seeds oder Seeds. Na gut, eigentlich sollte es Seed heißen, weil Seed ist ja Englisch und heißt Samen, also Seed. So, bum bum und eigentlich war's das dann. Bum bum, summ so rum. Und dann summ so rum, so nicht mehr rum. Oder so. Bam! Overkill! Nee, doch nicht. Hallo? Gibt's zwei oder warum? Naja, wie gesagt, die Monster sind jetzt eben stärker, weil ich über Level 30 bin. Aber jetzt ist Schluss. Oh, wir hätten was drawen können. Was Neues. Egal. Fast Level 50. Alter. Bla bla bla. Hey. Ja, okay. Hier bin ich richtig. Du bist weder Pro Master noch Pro Sid, du bist verletzt. Ja, du bist Pro verletzt. Ach, war das nicht lustig. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Cool. Als ich das zum ersten Mal spielte, bin ich durch den kompletten Garten gerannt und musste alle Kämpfe machen. Direktor Sid, wie du siehst, ist er nicht hier. Was? Na klar, der war doch eigentlich hier, hä? Nicht doof? Vielleicht weiß Schuh etwas. Andererseits weiß ich auch nicht, wo Schuh steckt. Hä? Hä? Was? Ein Grund mehr, die Stellung hier zu halten. Oh, die ist ja mutig, ey. Die alte Sau. Okay, also. Der Direktor ist doch nicht. Oh, scheiße, wo war denn der Direktor, ey? Bücherei war nicht, auf keinen Fall. Übungshalle war auch nicht. In den Quartieren sowieso nicht. In der Mensa eigentlich auch nicht. Aber wo ist Schuh? Wo ist Schuh? Spreche ich das eigentlich richtig aus? Schuh? Show? Show? Schuh? Ach, ist mir Bockwurst. Wir versuchen mal nach oben zu fahren. Vielleicht sehen wir da irgendwas. Keine Ahnung. Nein, das geht nicht. Durchsuch dieses Stockwerk. Sid muss irgendwo. Ach, Manu! Okay, wir klappern alles ganz in Ruhe ab. Ist ja nicht so schwer. Hey, ich war mir aber eigentlich fast sicher, dass er auf der Krankenstation ist. Oder war es wirklich so, dass ich erst alle Räume abklappen muss? Das war nämlich richtig schwul, ey. Da habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Fuck! Ne, hier war der auf keinen Fall. Hier war der nicht. Was will denn da hier unten? Nee, also an der Bühne ist er auch nicht. Ach ja. Sid, where are you? Hier scheint alles okay zu sein.